Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht darum, welche Unterlagen brauchst du, wenn du deine Wohnung verkaufen möchtest. Und dabei ist es völlig egal, ob du mit einem Makler arbeitest, mit einem Hausverwalter, ob du einen Käufer hast, der finanziert oder nicht finanziert. All das ist letztendlich ganz entscheidend, denn der Notar, die Bank, wie schon gesagt, der Käufer, alle diese Menschen wollen Unterlagen von dir haben und es wäre katastrophal, wenn du den Wohnungsverkauf startest, wenn dir diese Unterlagen nicht vorliegen, denn du sollst im Endeffekt gut vorbereitet sein und jedem Interessenten, der wirklich ernsthaft interessiert ist, sofort eine vernünftige, transparente Darstellung deines Objektes vorweisen können. Ja, dafür habe ich eine kleine Checkliste vorbereitet, die könnt ihr hier schon mal sehen. So sieht die bei mir aus, so ein bisschen heute als Kladde. Ich habe sie aber auch hier für euch zum Download bereitgestellt. Also ihr könnt hier ganz einfach diese PDF-Datei euch runterladen, könnt sie jederzeit wiederverwenden. Wie gesagt, die ist auch nicht irgendwie gebrandet, geschützt oder sowas. Also es ist wie gesagt ganz allein eure Liste. Ich will sie nur heute mit euch einmal grob durchgehen, damit ihr wisst, was sind eigentlich diese einzelnen Punkte und auf was müsst ihr bei diesen Punkten achten. So, also wie gesagt, losgelegt. Wer jetzt Zeit hat, schaut sich die Liste mit mir gemeinsam an. Die anderen klicken jetzt einfach direkt auf den Download und ziehen sich die Liste sofort rein und nutzen sie dann, wenn sie sie brauchen. Aber legen wir jetzt mal los mit den einzelnen Punkten. Das erste sind natürlich die Farbfotos. Jede Bank braucht natürlich Bilder vom Objekt, sonst kann sie es nicht finanzieren. Und auch fürs Exposé sind natürlich Farbfotos notwendig, von innen sowie von außen. Und diese Farbfotos würde ich dir empfehlen, machst du einfach selber. Außer du hast natürlich ein sehr hochpreisiges Objekt, wo du einen Fotografen als sinnvoll empfindest. Ich kann aus Erfahrung sagen, wir arbeiten sehr gerne mit einem Fotografen zusammen. Liegt einfach daran, dass dadurch die Präsenz des Objektes immer besser wird. Aber es ist kein Zwang, man muss das nicht machen. Wir würden es nur in dem Fall hier in dem Fall empfehlen. Wohnflächen, Nutzflächenberechnung, was ist das genau? Relativ einfach gesagt ist das die Berechnung der Flächen, die sich aus dem Grundriss ergibt. Einfaches Beispiel, du hast ein Wohnzimmer, das ist 3 Meter lang und 3 Meter breit. Dann hast du 3 mal 3, wären 9 Quadratmeter. Das machst du für jede Wohnung und dann hast du unterm Strich die Quadratmeterzahlen aller Räume. Rechnest davon nochmal grob 3% Putz ab, dann noch die Hälfte vom Balkon drauf und ruckzuck ist das Ding fertig. Nutzflächenberechnung ist dasselbe in grün, das habe ich jetzt eben vergessen. Da geht es dann natürlich um Kellerräume. So, dann haben wir hier nochmal die Berechnung des umbauten Raumes. Man spricht auch von der sogenannten Kubatur. Das ist eine Größe, die kriegst du meistens aus der Baubeschreibung. Das ist im Endeffekt das Volumen der Räume. Die muss natürlich dann auch in die Höhe berechnet werden. Das sollte dann allerdings über die Baubeschreibung von einem Profi gemacht werden. Lageplan mit Gebäude. Das ist eine wichtige Unterlage, die du meistens in den Unterlagen erhältst, wenn du die Wohnung selber damals gekauft hast. Denn dann wird im Endeffekt der Lageplan ausgehändigt. Das sieht von oben aus wie so ein gezeichnetes Bild, was aus dem Flugzeug kommt sozusagen, wo von oben einfach das ganze Grundstück aufgezeichnet wird und genau gezeigt wird, wo liegt letztendlich das Grundstück, wo liegt das Haus und wie kann das Ganze letztendlich in Zukunft vielleicht auch bebaut werden mit einem Bebauungsplan. Baubeschreibung, das ist meistens bei Einfamilienhäusern sowieso der Fall, weil das Haus ja mal von irgendjemandem gebaut wurde, vom Bauträger bzw. von den Bauunternehmen. Und wenn du ein Mehrfamilienhaus hast, dann sind diese Unterlagen meistens bei der Hausverwaltung. Also da müsste man den Hausverwalter, den Wohnungseigentumsverwalter speziell anschreiben, der dir dann Auskunft geben kann zu diesen Informationen. Den aktuellen Grundbuchauszug, der da noch mit angesprochen wird, den erhältst du in der Regel vom Notar. Wenn der Notar den nicht ziehen kann oder will, dann spricht nichts dagegen, zum Grundbuchamt zu gehen. Das ist in deiner Stadt irgendwo ausgeschildert, wo du das findest. Da kannst du dich dann meistens ohne Voranmeldung hinbegeben, machst einen Termin und wenn du einen Grundbuchauszug brauchst, dann drucken die dir den aus. Kostet natürlich ein bisschen was, aber ohne Grundbuchauszug kann man natürlich nichts verkaufen. Flugkarte ist vom Prinzip dasselbe Spiel. Auch die müsste man wahrscheinlich aus der selben Akte nehmen, wo auch die Baubeschreibung drin liegt. Also da gibt es zum Beispiel hier in Bremen eine Einrichtung direkt in der Stadt und da kannst du dir einen Termin holen. Geoinformation heißt das und die würden dir dann im Endeffekt auf einen USB-Stick einmal die gesamte Bauakte draufspielen. Kostet einmal ein bisschen Geld, aber dann hast du die Akten einmal komplett vorliegen und brauchst da gar nicht groß drin rumwühlen und dir jetzt einzelne Blätter suchen. Das lohnt sich schon, das Geld da einmal zu investieren. Die Gebäudeversicherung und Feuerversicherung ist natürlich auch ganz entscheidend, denn gerade bei einem Verkauf eines Objektes oder bei einem Ankauf eines Objektes muss sichergestellt sein, dass es gegen einen Brand geschützt ist. Also Feuerversicherung immer ganz, ganz entscheidend. Nachweis über erfolgte Sanierung und bauliche Änderungen. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass sich Häuser verändert haben, dass sie größer werden, dass zum Beispiel ein Wintergarten angebaut wurde. Alles, was in irgendeiner Form eine Baugenehmigung brauchte, muss letztendlich irgendwo ja Papiere vorweisen und diese Unterlagen gehören genauso zu den Verkaufsunterlagen wie die ursprüngliche Baubeschreibung.
In der heutigen Zeit haben wir auch noch den Energieausweis, den du üblicherweise selber für dein Haus beantragt hast oder durch den Wohnungseigentumsverwalter. Alle 10 Jahre wird er erneuert. Der liegt dann natürlich vor. Also auch da kann man sich mal eben eine Kopie zuschicken lassen. Und da würde ich auch nicht empfehlen, wegen jeder Kleinigkeit direkt den WEG-Verwalter anzurufen, sondern einmal kumuliert diese Liste durchzuschauen, die du hier direkt runterladen kannst. Und dann guckst du dir die Sachen raus, die du vom Verwalter brauchst. Und dann kannst du dir die im Endeffekt dort auch besorgen bzw. anfragen, ob man dir die schickt. Wenn da Kopierkosten anfallen, ist das völlig normal, denn die arbeiten da ja auch nicht umsonst. Die letzte Nebenkostenabrechnung, damit ist gemeint die Nebenkostenabrechnung für den Mieter. Das bedeutet, der Mieter, der da in der Wohnung wohnt, der hat ja in der Regel auch einen Mietvertrag. Auch den solltest du mit einreichen oder den solltest du vorbereiten, wenn du die Wohnung verkaufen willst. Denn der neue Eigentümer will natürlich wissen, was kommt auf ihn zu, welches Mietrecht herrscht da, wie lange ist die Kündigungsfrist für den Mieter und wann war die letzte Mieterhöhung. All das sind Fragen, die man sich als Interessent stellt. Ja, bei Wohnungseigentümergemeinschaften habe ich jetzt nochmal 4 Sonderbonuspunkte sozusagen dargestellt. Einmal die Teilungserklärung. Was ist die Teilungserklärung? Ganz einfach, da geht es um die Bibel bzw. die Spielregeln des Hauses. In der Teilungserklärung sind alle Details drin, nämlich die Miteigentümerordnung, der Aufteilungsplan, also was gehört wirklich zur Wohnung. Da sind so einzelne Grundrisse drin, sieht so aus wie ein Grundriss, bezieht sich vom Prinzip her aber mehr auf den Schnitt. Und da sind dann einzelne Nummern drin, es wird genau dargestellt, was gehört zur Wohnung 1, was gehört zur Wohnung 2, was gehört zur Wohnung 3, was ist Gemeinschaftseigentum, all das wird da angestellt. Ich sehe gerade, das wird hier hinten gerade ganz schön hell, muss ich mal hier abschalten, so. Und das sind natürlich Dinge, die in der Teilungserklärung soweit drin stehen, auch wenn eine Garage dazu gehört oder ein gemeinschaftlicher Keller oder ein Sondereigentumskeller, all das würdest du in der Teilungserklärung sehen. Den Wirtschaftsplan und die letzte Hausgeldabrechnung, die hast du in der Regel als Eigentümer selber vorliegen. Es ist wichtig, die werden meistens mit der Einladung zur Eigentümerversammlung versendet und die stellen natürlich auch über den Wirtschaftsplan dann genau dar, wie viel Gelder in Zukunft zu zahlen sind. Und die Jahresabrechnung zeigt, was für ein Abrechnungsergebnis hatte die Gemeinschaft in den Jahren davor. Wenn du ein Familienhaus verkaufen willst, brauchst du natürlich sowas nicht einreichen. Da reicht dann zum Beispiel auch die Abrechnung vom Gas, vom Wasser, damit letztendlich der Käufer sehen kann, was für Nebenkosten entstehen bei der Immobilie. Ja, und das Letzte und das Wichtigste mit, natürlich sind alle Punkte wichtig, aber diese Punkte sind ganz besonders entscheidend, wenn du die Eigentümergemeinschaft einstufen willst, nämlich die letzten 3 Eigentümerprotokolle, die solltest du dir in jedem Fall immer vom Hausverwalter schicken lassen, wenn du sie selber nicht hast. Also das bedeutet, der Verkäufer, in dem Fall du, bist natürlich dazu angehalten, deinem Interessenten darzustellen, was steht da in den nächsten Jahren an Sanierung an, gibt es irgendwelche Details, die man wissen sollte, wenn man diese Wohnung jetzt kauft. Und wenn du all das zusammengetragen hast, wenn du dieses ganze Sammelsurium direkt an die Kaufinteressenten aushändigen kannst, dann macht das auf dich letztendlich schon mal ein ganz, ganz positives Bild. Du bist als professioneller Verkäufer auch in der Lage, deine Wohnung ohne Makler zumindest schon mal anzubieten. Und wenn es dann tiefergehend in die Verhandlungen geht, dann können wir da gerne nochmal ein weiteres Video drüber machen. Aber heute geht es mir lediglich um die Checkliste, was du brauchst, wenn du in Zukunft mal eine Wohnung verkaufen willst. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Klickt sonst gerne einfach nochmal auf diesem Channel hier auf weitere Videos. Ansonsten stellt mir gerne für weitere Fragen hier und ein paar Kommentare dazu. Ich bin jetzt erstmal raus für heute, wünsche euch noch einen starken Tag. Macht's gut und tschüss.